Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Back to the Top bei der Fortuna aus Köln. Und damit herzlich willkommen für mich aus der Nacht nach der Gamescom am Freitag. Für mich ist es jetzt 0.49 Uhr am Samstagmorgen sozusagen. Und ich habe Schluck auf, es tut mir leid. Wir spielen gegen FC Viktoria Arnoldsweiler und für mich ist es sozusagen ein zweites Mal, weil eben ist mal wieder mein PC abgeschmiert. Ich bin so froh, wenn ich die nächste Woche mal zu der Reparatur gebe, weil es geht mir sowas von auf den Nerv, dass der immer wieder abschmiert. Diesmal geht es noch einigermaßen. Zwischendurch gesagt, ich führte gerade zweite Halbzeit 4-0 dort. Gut. Und ich habe so schön philosophiert, deswegen versuche ich das jetzt nochmal nachzuholen. Mal gucken, ob ich es halbwegs hinkriege. Ich tue jetzt einfach mal so, als würde ich es das erste Mal erzählen. Also, ich bin ja frisch von der Gamescom da. Und was wollte ich gemacht? Wir haben erstmal Ergebnisse nachzuholen, ganz wichtig. Das letzte Spiel war ja gegen den FC Pesch. Und danach haben wir 2-1 auswärts bei Rot-Weiß Erfurt gewonnen. Wir hatten 1-0 durch Kegel geführt, der auch ein sehr starkes Spiel gemacht hatte. Nermin hatte ausgeglichen und direkt eigentlich nach Wiederanpfiff, glaube ich, hat Exlager dann zum 2-1 für uns getroffen. Souveräner, verdienter Sieg. Dann haben wir leider gegen Chemnitz 2-1 verloren. Das war ein Scheißspiel. Ein richtiges Scheißspiel. Keterol hat zweimal wieder getroffen. Aber sonst, das war einfach nur Murks. Und wenn ich mich nicht irre, ist Chemnitz gar nicht so gut. Nee, die sind 19. Das war peinlich. Ganz im Ernst. Gut, Erfurt war letzter, aber aktuell sieht es so in der Tabelle aus. Ach, das habe ich vorhin übrigens bei der ersten Aufnahme ganz vergessen zu sagen, wie es aussieht überhaupt. Interessiert ja keinen. Wir sind aktuell Fünfter. Ach du Scheiße. Dank guter Tordifferenz, aber weil wir viele Tore schießen. Ach du Scheiße. Mit vier anderen Teams haben wir 27 Punkte. Dann einen kleinen Abstand, 5 Punkte zu Platz 3 und 4. Und dann nochmal 14 Punkte zu Magdeburg. Magdeburg? Magdeburg? Jetzt sag mal an, Magdeburg? Sagt man dazu? Magdeburg? Magdeburg? Magdeburg. Ja, was auch immer. Hier, gegen die Ossis hat. Die beiden stehen hier oben. Das ist faszinierend hier so. 41, 42, 32 und dann 17 so rum. Jo. Also ich würde mal sagen, ja, wir werden uns, wenn wir gegen Platz 5 werden, so ein Minimalziel, sage ich mal, für uns. Ansonsten alles, was besser ist, ist auch okay. Also dritter Platz wäre schon cool, so in die Playoffs zu kommen, aber ich. Wenn nicht dieses Jahr, dann nächstes Jahr. Gut, wir gehen mal Richtung Teamauswahl. Und ich sehe zumindest, dass ich hier schon was geändert hatte, aber noch nicht komplett. Ich stelle mal kurz was ein. Ich muss mal kurz was gucken. Pipapo. Gut. Bevor ich das vergesse. Das hatte ich nämlich eben nicht getan. So. Kier hat nicht mehr die Top-Kondition. Der kommt mal raus. Genau. Und ich könnte ja auch irgendwen mitnehmen eigentlich. Ach komm. Muss nicht sein, ne? Gut, Hightech ist jetzt nicht so topfit, aber was ich sozusagen für mich schon mal erwähnt hatte, dass der mir echt gut gefällt. Also ist allgemein einer unserer richtig guten Verteidiger, oder zuletzt vor allem. Also für seine 19 Jahre macht der das echt, echt gut als Innenverteidiger. Ich sag mal, 8 Spiele hier, 6,87 ist, finde ich, voll okay für so jungen Spieler von Heidenheim, haben wir ihn ja ausgeliehen, hat echt noch Potenzial und gefällt mir gut. Also, vielleicht können wir ja, können wir den verpflichten? Wie sehe ich denn das jetzt? Kann ich da irgendwas genauer reingucken? Vertrag? Optionale Kaufgebühr. Ah, 105.000. Wir werden nie im Leben so viel Geld haben. Also cool, ich habe eine Kaufoption drin. Sehr nice. Hat das letzte Spiel da scheiße gespielt? Ja, da haben wir so alle scheiße gespielt. Gut. Worauf ich hinaus wollte. Ich habe unsere, oder die Doppelspitzentaktik ein bisschen angepasst. Und zwar habe ich aus unseren Außenverteidiger und Flügelverteidiger gemacht, weil der Gedanke war, wenn hier die zwei nach innen ziehenden Außen, nach innen ziehen halt, fehlt ja hier so ein bisschen was an Menschen.
an Menschen vor allem, an Spielern, an Leuten, die abdecken. Deswegen Flügelverteidiger, damit die halt auch mit nach vorne, noch mehr nach vorne ziehen und diese Lücke schließen. So, dadurch ist natürlich hinten ein bisschen offener. Ist also eine recht offensive Taktik, sage ich mal. Ist allgemein sehr, sehr offensiv, aber ich sag mal, gegen so Arnoldsweiler, gegen so einen kleinen Verein können wir machen. Ansonsten hoffe ich, dass so ein Box-to-Box unser Kegel hier so ein bisschen auch Zwischenräume abdeckt, dass er da auch ein bisschen hin und her flutscht. Man kann natürlich überlegen, ob man vielleicht einen balleroberenden Mittelfeldspieler macht, aber da habe ich die Angst, dass er gleich rausgezogen wird und dann irgendwo anders noch mehr eine Lücke klappt. Gut. So viel erstmal dazu, so mein Gedanke. Jetzt zu den Teamanweisungen. Da hatte ich das Pass in die Tiefe rausgenommen erstmal, habe es dann wieder reingetan, das tue ich auch jetzt wieder, weil mein Gedanke erstmal war, okay, wir haben Stoßstürmer, dadurch wird ja automatisch der Ball da hingespielt. Bin ich mir nicht 100% sicher, ob allein durch die Rolle eines Stoßstürmers der Ball zudem auch immer gespielt wird, also in die Tiefe. Deswegen wähle ich es dann doch lieber an, kann nicht schaden. Wir haben ja eh nach viele Stürmer, sage ich, also viele Offensivkräfte, die wir gut schicken können. Das klappt auch in den unteren Ligen immer sehr gut. So. Und jetzt versuche ich mal das zu wiederholen, was ich eben von mir gegeben habe bezüglich Taktik. Da habe ich ein bisschen weiter ausgeholt. Ich hoffe, es interessiert euch so ein bisschen. Ein bisschen Feintuning hier in der Taktik oder allgemeine Erklärungen versuchen zu bringen, weil ein Zuschauer hatte schon gesagt, gegen FC Pech, da hatten wir ja recht wenig Ball besitzt, vergleichsweise, wo man sich erstmal denkt, warum haben wir als haushoher Favorit so wenig Ballbesitz? Das hat im Endeffekt ganz einfach damit zu tun, dass meine Taktik gar nicht auf Ballbesitz ausgerichtet ist. Und man muss ja auch als großes Team, muss man nicht unbedingt auf Ballbesitz spielen, auch gegen kleine Gegner. Es bringt halt so, es kommt drauf an, wie man spielen will. Ich habe eigentlich bisher in meiner FM-Karriere selten, glaube ich, wenn überhaupt mal, eine Taktik gehabt, die groß Ballbesitz generieren will. Ich habe irgendwie immer so ein gewisses Muster bei mir im Kopf, das ich gerne spielen lassen sehe. Manche sind ja gerne so ruhiger Spielaufbau, Kurzpässe hin und her und dann irgendwann mal nach vorne. So, ich gehe da ein bisschen anderen Weg. Mein Gedanke ist, und jetzt hole ich ein bisschen mehr aus, warum ich auch wenig Ballbesitz hatte und wie ich mir das vorstelle, wie es funktionieren kann und bisher ja auch ganz gut klappt. So, wir haben einerseits die Defensivlinie, wir haben die nicht normal, sondern etwas weiter zurückgezogen. Heißt, der Gegner kommt schon mal erstmal, das habe ich gerade geguckt, ob ich überhaupt aufnehme, das wäre peinlich. Tue ich aber, das würde ich auch sonst nicht hören. Wir lassen den Gegner auf jeden Fall schon mal kommen. Heißt, die haben schon mal dadurch länger den Ball besitzt. Auch kleinere Gegner. So, hinzu kommt noch, wir haben nur manchmal Pressing. Jetzt nicht wenig, aber auch nur manchmal. Heißt nicht mehr Pressing. Wir gehen also, wir ziehen uns weiter zurück und B, wir sind nicht so hart im Pressing. Heißt, wir lassen echt richtige den Gegner kommen. Die können sehr viel Ballbesitz generieren. So, wenn wir allerdings den Ball haben, habe ich im Passspiel Folgendes eingestellt. Ein direkteres Passspiel. Heißt im Endeffekt, es gibt ja hier verschiedene Stufen, kurze Pässe, Variable, direktes Passspiel und lange Hafer. Das kann man sich so vorstellen, lange Hafer einfach direkt, wir haben den Ball direkt nach vorne. Das ist bestimmt im Endeffekt so ein bisschen, sag ich mal, wie viele Zwischenstationen soll es geben, bis der Ball ganz nach vorne in den Angriff gespielt wird. So, kurze Pässe, wenn ich das machen würde, würde zumindest zum Beispiel sehr wahrscheinlich dazu führen, dass ich mehr Ballbesitz hätte. So. Heißt aber auch, dass wir pro Pass nicht viel weiter Richtung Tor kommen. Mein Gedanke ist aber, wir ziehen uns zurück, machen eher weniger Pressing, aber wenn wir dann den Ball haben, will ich ein direktes Passspiel, nicht lange Hafer, direktes Passspiel. Ich will schnell nach vorne, weil die sind ja dann zu uns rangerückt, in unsere Hälfte größtenteils. Heißt, zwischen Mittellinie oder in deren gegnerischen Hälfte sind tendenziell eher weniger Leute. So, wenn wir jetzt den Ball kriegen, ist mein Gedanke, Pass in die Tiefe, langer Ball, schnell nach vorne spielen, so dass wir die so ein bisschen überfallen, ein bisschen konterartig, dass wir eine Überzahl generieren können. So,
So mein Gedanke. Dadurch haben wir natürlich nicht viel Ballbesitz. Wir können schnell auch wieder einen Ball verlieren, pipapo. Aber so ein bisschen mein Gedanke, wie wir es spielen wollen. Dadurch wenig Ballbesitz, aber wenn, schnelles Umschaltspiel nach vorne, sehe ich jetzt da drin. Ich muss ja zugeben, ich bin kein richtiger Taktik-Guru. Ich kenne da zwar einen, der sich gut auskennt, mit dem werde ich mir auch mal wieder was austauschen, um mal einen Blick von außen wieder drauf zu werfen. Es gibt auch auf FM2er-Kette den ersten deutschen FM-Blog, den ich auch sehr weiterempfehlen kann. Gibt es jetzt einen neuen Artikel zum Thema Teamanweisungen. Oh, den habe ich leider noch nicht gelesen. Ich hoffe, da steht jetzt nicht genau das Gegenteil, was ich gerade erzählt habe. Den muss ich mir auf jeden Fall selber noch durchlesen. Vielleicht habt ihr auch allgemein Interesse, so ein bisschen vielleicht mal so ein Tutorial-Video oder Info-Video, so ein bisschen nicht nur blanker Text, sondern auch allgemein mit den Teamanweisungen, was ich hier gerade so angerissen habe. Was man so einstellen kann, wie sich das auswirkt, was man, sag ich mal, exemplarisch über die Teamanweisung trotz gleicher Aufstellung, sag ich mal, für verschiedene Taktik spielen kann. Also falls ihr Interesse habt, lasst es gerne in den Kommentaren da, gebt mir ein Feedback, würde mich echt interessieren, ob ich dazu vielleicht mal was bringen sollte. Ich kann mir vorstellen, ja, ihr müsst es nur auch mal einfordern, dann mache ich das auch vielleicht. Gut, so viel dazu. Was ich noch darstellen wollte, im Endeffekt, ihr seht ja, bei manchen Sachen kann man es einfach nur anklicken, dann ist es grün oder rot hinterlegt, was sich halt widerspricht so ein bisschen. Zum Beispiel geduldig spielen ist dann eher, man wartet mit den Schüssen, statt direkt immer bei Möglichkeit zu schießen. Das Schießen bei freier Bahn generiert zum Beispiel in der Statistik tendenziell sehr viele Weitschüsse. Geduldig spielen hingegen eher weniger. Das ist dann eher, es geht so ein bisschen darauf aus, dass man hochwertige Chancen rausspielt, weil die dann wirklich schießen, wenn es sich sehr, sehr anbietet. So, und es gibt ja hier diese, ich sag mal, Balken. Verschiedene Balken, die sind verschieden breit, je nachdem. So, die korrelieren ist das richtige Wort. Ich bezeichne, bin ich mir nicht 100%, egal. Die spielen jedenfalls mit der Mentalität zusammen. Von totaler Defensive bis alles nach vorne. Ich kann das ja mal ein bisschen darstellen. So, bei Kontrolle, ich sehe das immer so als eine Gesamtbreite. Und zum Beispiel bei Kontrolle kann ich maximal bis zu diesem Punkt meine Defensivlinie vorrücken lassen. Wenn ich, glaube ich, jetzt auf alles nach vorne gehe, ist das Maximum noch ein Ticken weiter nach rechts. Wenn ich jetzt auf totale Defensive habe, kann ich nur bis zu diesem Bereich sozusagen mit meiner Verteidigungslinie stehen. Ich sehe das immer so als Bandbreite. Es kommt nicht darauf an, was ich unbedingt auswähle. Man muss das dann auch teilweise so im Vergleich sehen. Bei totaler Defensive zum Beispiel, wenn ich da ein normales Tempo habe, heißt das, oder die Mentalität gibt ja im Endeffekt an, wie risikofreudig bin ich. Wenn dort ein Tempo normal ist, ist es im Endeffekt wirklich sehr, sehr langsam. Obwohl, wenn ich jetzt auf Kontrolle gehe und trotzdem normales Tempo habe, ist das schon deutlich schneller, weil ich ja da eher darauf aufbringe, etwas risikofreudiger, ein bisschen angriffslustiger zu spielen. So verhält sich das hier dann wirklich bei den verschiedenen Sachen. Auch beim Pressing. Bei Kontrolle ist es bei manchmal, sage ich mal, hier so im ersten Drittel oder bis zum ersten Drittel. Bei Verteidigen ist es deutlich weiter hinten. Da zieht man sich halt noch weiter zurück. Und so muss man das immer ein bisschen im Zusammenspiel sehen. Also nicht unbedingt immer gucken, was habe ich da eingestellt, sondern auch gucken, sage ich mal, das, was man angewählt hat, wie breit ist der Bereich wirklich. Das kann man dann so im Totalen sehen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier an und für sich erstmal eine Mentalität habe, eine Risikofreudigkeit, Kontrolle, das Tempo ist normal, und wenn ich jetzt auf totale Defensive umschalte, könnte ich ein ähnliches Tempo generieren, wenn ich hier auf viel höher gehe. So interpretiere ich das zumindest. Man könnte also mit der gleichen Mentalität, mit einer anderen Mentalität, durch, glaube ich, das Umstellen dieser verschiedenen Punkte und sozusagen durch Verändern auch der Bezeichnung oder Arten der Defensive, könnte man im Endeffekt wahrscheinlich wieder die
andere Mentalität sozusagen anders wieder reinbringen. Auf zumindest eine gewisse Art und Weise. So, jetzt habe ich aber echt genug gelabert. Ich habe jetzt schon mehr gelabert. Ach du Scheiße, habe ich viel gelabert. Halleluja. Ich habe mich jetzt noch mehr ausgesprochen als eben. Wir gehen jetzt schnell ins Spiel. Tut mir leid. Halleluja. Es sind oh. Prost. Oh, die haben eine andere Taktik diesmal. Interessant. Also eben, als ich gespielt habe und ich habe vor dem Spiel extra gesaved, hatten die noch eine andere Taktik. Da haben sie hier mit einem nicht 4-2-3-1 weit, sondern 4-2-3-1 gespielt. Waren die beiden außen, waren hier direkt nebenan. Aber gut. Mal gucken. Schau mal einfach mal. Die spielen in Düren, das heißt im Bertram-Möhtrath-Stadion. Und Jans bestimmt. Wir sollten das locker für uns entscheiden. So, gewinnt. Übrigens, ein anderer Zuschauer. Beinsport ist auch schön. Ein anderer Zuschauer meinte, Thema Stadien. Düren hat nie im Leben so ein Stadion. Das glaube ich einfach nicht. Punkt. Da kann ich auch nur zustimmen. Es gibt einfach nicht so diese kleinen Plätze. Immer gibt es irgendwie, ist es ein Stadion. Egal, wo man spielt. Was war das denn jetzt für ein Pass hier, Pulido? So. Biedermann hat einen Ball. Ich habe übrigens eben Scheiße erzählt. Es stand 4-1. Wir haben sogar ein Tor kassiert. Stand es 4-1 oder 3-1? Ich glaube 4-1. Doch, war 4-1. So. Van der Haan. Oh, schlechter Pass. In die Hacken. Pelowski. Böckel. Dumke. Hat den Ball. Wird nicht angegriffen. Pelowski. Oh. Das passiert, wenn man nicht so hartes Pressing und den Gegner kommen lässt. Da wird man nervöser. Vor allem, wenn der Ball dann so durchgespielt wird. Meieieiei. Muss ich mal direkt mehr fordern. Warum spielt ihr denn jetzt plötzlich besser als eben? Das ist so, was geht mir auf den Keks, ey. Vor allem Sachen so im Abstoß, wo man eigentlich denkt, ja. So. Mens Freistoß auf Brandenburger. Die ziehen sich natürlich auch weit zurück. So, Falahan hat den Ball. Flanke, da ist Exlager auf. Oh, Kegel und der knapp drüber. Schade. Schade, schade. So. Sind wir jetzt am Drücker? So, Kegel, Flanke, da ist Falahan und da ist das 1 zu 0 im Nachschuss. Ja, schön. Geht doch. Nach ein bisschen Anlaufschwierigkeiten geht's jetzt. Kegel schön verladen. Erst noch stark gerettet, aber dann in die lange Ecke hat der Torwart keine Chance. So, jetzt sieht doch schon wieder was besser aus. Und hier, ja. Wir werden im Mittelfeld massiv überrannt. Jo. Gut, ist halt so. Aber wir kommen jetzt, wir kommen besser ins Spiel. Ah, seht ihr das? Ist das nicht schön? Jetzt kommen wir hier mal zu den Chancen. Wenn auch viel durch Weitschüsse, was heißt viel? Ein bisschen durch Weitschüsse. Die hatten schon zwei klare Torschüsse zum Glück nicht getroffen. Wir haben natürlich hier wieder weniger Ballbesitz, was ich ja auch gemeint hatte. Die Taktik ist halt so. Kommt natürlich auch drauf an, was der Gegner für eine Taktik hat, aber gut. Kegel mit der Ecke, die war scheiße. Nächster Versuch. Kegel. Sieht schön, Keterruhl. Der wird abgegrätscht, das ist nicht so schön. Pilowski. Der geschickt zu Hübner. Zu Bröckel, zu Böcker, Biedermann. Jetzt spielen sie hier so ein bisschen. Das gefällt mir nicht so gut. Lumke, da ist keiner, aber ein, wie heißen sie? Ein Arnoldweiler. So schön von Menz. Jetzt Keterruhl. Schnell zu Ex-Lager. In die Mitte. Da ist Fallahan. Fallahan. Und da ist das 2 zu 0. Und da finde ich es, sieht man sehr gut, was ich am Anfang gemeint habe mit meiner Taktik. Wir haben die echt kommen lassen. Und jetzt nervt mich meine Tormusik. Entschuldigung. Die ist mir jetzt zu laut im Ohr. Genau das, was ich meinte. Wir hatten sehr schnell den Ball. Wir gehen direkt nach vorne zu Keterol, zu Ex-Lager und dann zu Fallahan. Und der macht direkt das Tor. Gegner kommen lassen, Ball erobern, schnell umschalten, überrennen, zack, Tor. Genau so soll meine Taktik funktionieren. Ich finde so ein leichtes Überrennen des Gegners mag ich einfach. Oder man macht einfach mal einen Schlag von hinten.
Oh. Oder auch nicht. Ich dachte jetzt, Keita Rühl kriegt den Ball. So. Ja, in Ruhe. Jungs, ihr habt Zeit. Ihr seid ja nicht 2-0 am Verlieren. So. Brandenburger holt sich den Ball zu Fallahan. Direkt wieder. Keita Rühl, Fallahan. Zu Kegel. Da ist Kegel. Da ist nicht das 3-0. Aber auch hier wieder gesehen, wir spielen sehr schnell nach vorne. Die sind eher abwarten, wie eher schnell. Oh, fair. Oh, schade. Genauso wie ich das Spiel aufziehe. Genauso mag ich es. Das einzige Gute im Vergleich zu eben im Spiel, Fallahan hat keinen Schlag abgekriegt. Ich weiß zwar nicht, was er hatte, weil er ist ja abgekackt, aber freut mich. Für doch eine recht lange Folge. Meine Fresse. 1.10 Uhr schon. Ach ja. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß hier so ein bisschen an meinem Taktikgeplänkel. Ich habe da, ich merke es gerade, ich habe richtig Bock, so ein bisschen Taktiken zu erklären. Also, oh, die finden das gut, dass ich sage, nicht zurücklehnen. Sehr schön. So, was machen wir denn? Ich würde mal sagen, wir gönnen mal, obwohl, nee, dann wird er meckern, weil er vor dem Hattrick steht. Na, dann kommt Damani einfach mal hier rein. Und sonst würde ich mal sagen, komm, Andersen kriegt noch mal ein bisschen, na komm, Okankot kriegt mal ein bisschen Spielpraxis wieder. Dann gehen wir in die zweite Halbzeit. Haben wir noch einen Wechsel, falls einer kaputt getreten wird. Kann ja immer passieren hier, wenn man es gegen schwache Gegner zu tun hat und ja, die im Endeffekt Rasen und Gegner kaputt machen wollen, weil sie nicht mehr gewinnen können. Ah, Bendel, langer Ball. Menz kriegt den Ball, haut ihn direkt wieder zurück. Damani, jetzt kommt Spiel in die Mitte. Nein, warum spielst du denn nicht ab, du Eigensinniger, ey? Ich wäre zwar natürlich geil in den Winkel gegangen, aber das ist genau die Sache, die ich will. Schnell nach vorne spielen. Ich mag sowas. Einfach so zack, 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 alles nach vorne. Ich ein Träumchen. So, mittlerweile Statistiken sieht man auch, wir sind ganz klar die bessere Mannschaft hier. Wir hatten einen starken Auftakt, die ersten paar Minuten, sage ich mal hier, ey Leute, pass mal auf hier, wir sind das bessere Team. Oh, jetzt will ich aber auch mal ein bisschen mehr wieder hier sehen. So, Gart mit dem Einwurf, Biedermann, zu Böcker, nein, da ist Uafero, Exlager, schön zu Damani, oh Gott, was für ein Abschluss. Da wäre ja gefühlt der Steilpass aufs, näher am Tor ans Tor gegangen als der Schuss gerade. So. Komm, ich glaube, Pulido kann ich auch mal. Oh. Pulido, Ecke. Kommt keiner dran. Kegel. Sieht schön Pulido, der dreht sich so ein bisschen. Da ist Haitic und da ist das 3-0. Sehr schön. Ibrahim Haitic mit seinem ersten Tor für uns. Sehr schön. Freut mich für den jungen Schwund. Vielleicht kann ich ihn ja verpflichten. Also mir gefällt der Junge gut. Sogar mal mit dem Tor, mit dem Kopf. Schön. Da knallt hier das Netz durch wie sonst was. Ach ja, schön, schön. Und ich würde mal sagen, er hat sich dadurch jetzt einfach mal... Oder bringe ich Kaplan? Nee, Haitic darf mal raus. Sich aber ausruhen. Applaus abholen. Hast du gut gemacht, Junge. Alles gut, alles gut. Pulido ist auch platt, aber mein Gott, muss er jetzt mit leben. So, Menz nochmal mit dem Einwurf. Exlager, Damani, der hat bisher noch nicht so gut gespielt. Wird wieder gefoult und verliert den Ball. Das ist noch nicht so sein Spiel. Kiera, boah. Jetzt Damani und gegen den Pfosten. Aber saugeiler Direktball. Das sah sehr artistisch von Kia aus. Schon cool. So, Ecke Böcker. Kia klärt. Mücke. Hallo Mücke. Egal. Bernhard. Nee. Lass mich in Ruhe. Blöde Mücke. Ich kann mich nicht konzentrieren. Habe eine Mücke hier. So. Was passiert denn hier? Kier holt sich den Ball. Schön. Zu Pulido. Zu Fallahan. Zu Damani. Macht er jetzt mal was Anständiges. Zu Kegel.
Schickt er jetzt Ex-Lager? Nee. Kegel aus der Distanz ins untere Eck. Schickes Tor aus der Distanz. Kann man mal machen, ne? Und Damani hat dadurch seine Vorlage gekriegt, weil er eigentlich nur einen simplen Platz zu Kegel macht. Kegel aus, na, was sagen wir? 20, 25 Metern. Muss man auch erstmal so treffen. Stark. Stark. Sehr schön. 4-0. Passt. Völlig zurecht, völlig verdient. Gut, die hätten sogar ein Tor, glaube ich, verdient gehabt, aber Boss hat gut im Tor gespielt. Scheiße. Ja. Ja, gut. Sind ja jetzt eh nur ein paar Sekunden, Minuten. Meine Fresse, jetzt hör doch mal auf. Röcker. Kegel. Pulido. Nö. Komm, Pfeife ab. Ist aber jetzt ärgerlich, dass unser Verteidiger sich verletzt hat. Guerrero. Das muss ja jetzt nicht sein. Vor allem, dass er direkt runter muss. Das muss was Härteres gewesen sein. So. Passiert hier nochmal was? Nö, oder? Nicht mit so einem Scheißpass. Lalilu. So, hier hat einen Ball. Komm, Pfeife ab. Das ist gut. Ach Gott, es steht 4-0. Oh, danke. Keine Überraschung, genau. Ja, schön, gut gemacht. Damani hat sich auch noch eine bessere Note, glaube ich, abgeholt. Mal gucken, wo ist er denn? Hallo? Ja, 6,8. Na, geht so, ne? Ich bin mal gespannt, was jetzt ja, unser einer Spieler eine Verletzung hat. Was gibt's denn sonst so? Freialdenhofen. Hürth hat gewonnen. Lechenich. Wesseling-Urfeld hat gewonnen. Okay. Aachen hat gewonnen. Bonner SC ist weiter. Gut. So, was gibt's hier? Wir gewinnen. Genau. Urfero. Oh. Scheiße. Ja, du gehst zum Spezialisten, bitte. Scheiße. Der war eine Bank bei uns. Das ist ein herber Verlust. Das ist jetzt echt das ist eigentlich unser bester Verteidiger. Ah, fuck, ey. Ah, ich glaube, ich werde in der Winterpause tendenziell, oder? Mal gucken mal in die Mannschaft rein. Ja, ich muss noch einen Verteidiger, einen zentralen Verteidiger holen. Das geht nicht anders. Shit, ey. Das gefällt mir jetzt gar nicht. Gut, wann ist eigentlich Auslosung? Sehe ich da was? Mittelrhein. Viertelfinale. 8.12. Okay, das dauert mir jetzt einfach zu lang. Muss ich ja ehrlich zugeben. Weil. 8.12. Wann ist denn das Spiel dann? Im Pokal. 8.12. Nee, das ist so lang. Ich will jetzt auch mal so langsam ins Bett. Das ist immerhin ein Viertel nach und ich muss hier noch ein bisschen schneiden und so. Wann wären denn die Spiele? Nee. Viertelfinale. Ja. Dritte Runde, Viertelfinale. Ah. Ich weiß aber nicht, wann die sind, ne? Team steht noch nicht fest. Ja, ist klar. Ich will ja wissen, wann es ist. Egal. Ich kann nicht so. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch dieses Jahr sozusagen ist. Torjäger müsste hier groß geschrieben sein. Nee. Gut. Das soll es dann für diese Folge gewesen sein. Viel Taktikgeplänkel, sage ich mal. Kann ich ja fast schon einen Titel mit reinpacken. Souveräner 4-0 Auswärtssieg. Und was machen wir denn als nächstes? Ich würde sagen, einfach, weil ich durch die Gamescom ein bisschen wenig Zeit hatte, irgendwas aufzunehmen und ich gerne noch Sonntag irgendwie eine Folge bringen würde, weil die Folge wird jetzt für mich sozusagen auch heute, also am Samstag rauskommen, ich würde gerne noch Sonntag eine Folge bringen, werde ich wahrscheinlich das letzte Hinrundenspiel nochmal mit reinnehmen, weil bis zum 20. da werde ich hier zwischen, werde ich einfach viel, Transfergeplänkel machen, das dauert ein bisschen, weil ich dann auch einen Verteidiger suchen muss und wir machen mal, glaube ich, Hallescher FC. Falls nicht, es kann auch sein, dass ich ein Yeti auf Reisen nochmal eine Folge bringe. Da bin ich aktuell, das kann ich erzählen, bin ich aktuell noch immer auf Jobsuche
Und das zieht sich halt so. Und ich weiß nicht, wie schnell ich jetzt einen neuen Job kriege. Und das ist dann immer so, da ist mein Fortuna Safe leichter handelbar, weil ich einen Verein habe und einfach nur die Spiele ein bisschen springen muss. Gut, deswegen würde ich sagen, wir sehen uns wahrscheinlich sogar für euch schon morgen, also am Sonntag wieder. Ansonsten kommt vielleicht ein Journeyman daraus, weiß ich noch nicht. Ich hoffe, euch hat diese Folge mit viel Taktikgeplänkel gefallen. Wenn ihr gerne mehr zur Taktik, also auch richtige Specials, Video-Tutorials, keine Ahnung, Tutorials ist es nicht so wirklich, aber zumindest ein bisschen Erklärvideos haben wollt, schreibt es auch gerne in die Kommentare. Ansonsten lasst gerne ein Like da. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, abonniert mich gerne. Und ansonsten würde ich sagen, habt noch einen schönen Abend, morgen, Mittag oder wie auch immer. Ich sag nur, Madet ihr rot. Bis zum nächsten Mal. Euer Raketen-Yeti. Ciao, ciao.